Hier sprechen wir nun im edukativen Part über das Thema, wie reduziere ich Fehlausbrüche und Misstrades. Was soll ich sagen? Das Zeugs gehört nun mal zum Traden dazu. Es gibt immer wieder Fehlausbrüche, die kann man nicht in Gänze vermeiden. Und es gibt immer wieder Trades, die laufen einfach gegen einen. Selbst wenn man seine Arbeit in der Handelsstrategie gut gemacht hat, dass man alles ordentlich ausgearbeitet hat, dass man den Chart richtig gedeutet hat, so what, man kann es nicht verhindern. Aber es gibt Möglichkeiten, dass man die, sage ich mal, Risiken dafür etwas reduzieren kann. Das heißt, da sprechen wir jetzt drüber. Vorab bitte ich, den Risikohinweis ja auch mit zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Also das Ganze hier aus rechtlicher Sicht. Worüber sprechen wir jetzt? Wir sprechen jetzt wirklich mal über ein Thema, was ich selbstredend auch aus meiner eigenen Trading-Karriere kenne, was mich mittlerweile auch weniger begleitet als noch vor 6, 7 Jahren, aber es ist weiterhin ein ganz normaler Prozess, den wir hier haben. Das heißt, es gibt Handelssignale, die werden gebrochen, also da gibt es sozusagen das Signal, was rauskommt. Vertreter im Sinne der Trendverordnung sind beispielsweise hier die flachen Basen oder auch enge Trading Ranges. Wir haben Flaggen, wir haben Korrekturkanäle, wir haben Keile, wir haben Dreiecke, alles diese Muster im Sinne der Trendverortung sind dann mit Ausbruch natürlich trendbestätigend und sollten in Richtung des übergeordneten Trends auch gehandelt werden. Alles Fakten, das sind alles die Dinge, wie ich auch hier jeden Morgen bei Tickmill die Chartmuster durchsuche, die Charts durchsuche nach interessanten Ideen, und wir haben ja hier ein schönes Potpourri, dass man da auch immer wieder fündig wird, um Handelsideen zu finden. Also das sind mal die Vertreter im Sinne der Trendverordnung, wo man, Sie oder auch ich als Händler, Ausschau hält nach lukrativen Situationen. Das heißt, das hier in Richtung eines Trends. Dann auf der anderen Seite gibt es noch die Vertreter der Signale, wo man einfach sagt, okay, ich handle jetzt mal gegen den übergeordneten Trend. Ne? Beispielsweise, wenn wir hier Unterstützungen oder Widerstände im Markt liegen haben oder wir eine kurzfristige Umkehr nach weiten Bewegungen haben. Wenn das Ganze weit gelaufen ist, dann kann es schon Sinn machen, wenn wir an einem Widerstand angekommen sind, dass wir hier an dieser Stelle mal darüber nachdenken, eventuell einen Trade in die Regression zu wagen. Das sind ja alles wichtige Dinge, wichtige Fakten, die wir hier an dieser Stelle auch im Trading jeden Tag anwenden können. Na, das funktioniert, ich sehe das in meinem eigenen Portfolio. Trotzdem weiß ich, es funktioniert nicht immer. Die Gefahr ist also definitiv auch da, dass man hier mal erwischt wird mit, sage ich mal, einem Trade, den man gemacht hat, der entweder nicht sauber geplant wurde, oder aber der Markt einfach in die andere Richtung läuft. Das sind wichtige Faktoren, die muss man wissen, die muss man betrachten. Das wird sicherlich auch jeder kennen. Wenn es bei mir nicht klappt, schaue ich natürlich nach. Erst einmal suche ich den Fehler immer bei mir. Ja, das also hier von der Seite her, wenn wir uns auch in diese Richtung verbessern wollen und auch die Anzahl beispielsweise von Misstrades reduzieren wollen oder die Wahrscheinlichkeit, dass meine Trades klappen, erhöhen wollen oder dass ich die erhöhen möchte, suche ich die Schuld in Anführungsstrichen immer erst einmal bei mir. Das heißt, ich gucke erst mal, ob ich möglicherweise irgendwo einen Fehler gemacht habe, dass ich irgendwas übersehen habe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und das ist eine ganz, ganz klare und wichtige Stellschraube, hier das Thema Wahrscheinlichkeit, Trefferquote deutlich zu erhöhen. Man muss immer gucken, wie es dazu gekommen ist. Wenn es der Markt war und man hat alles richtig gemacht, ist alles gut. Wenn man selber irgendwas übersehen hat, dann weiß man am Ende auch, worüber man nachzudenken hat, wie man das Ganze verbessern kann. Das heißt, hier bei den Chartmustern im Sinne der Trendverortung bzw. gegen den Trend gerne mal hier in den Chart geschaut. Beispielsweise, wir hatten das gerade in unserer morgendlichen Besprechung, hier, als wir den Nasdaq auch gesehen haben, wo wir einfach sagen, okay, hier beispielsweise, ich nehme mal ganz kurz dieses hier raus, wir haben ja im Nasdaq hier aktuell sehr, sehr schön
einen Aufwärtstrend am Laufen. Das zeichne ich ganz gerne hier nochmal ein an dieser Stelle. Da brauche ich jetzt für den Aufwärtstrend nur eine grüne Farbe, damit der Kontext passt hier an dieser Stelle. Und wir bewegen uns jetzt hier mal nur auf Tatsache oder aus Trend des Tagesbasis. Das heißt, wir haben hier ja unabhängig der Verortung im Verlauf der Woche, haben wir ja hier aktuell sehr, sehr schön einen Aufwärtstrend am Laufen. Das heißt, hier das Thema schön nach oben hin laufen mit seinen Bewegungen und korrektiven Phasen. Das ist ja normal, die wechseln sich innerhalb von Trends immer ab und die Aneinanderreihung gibt dann halt den Aufwärtstrend oder den Abwärtstrend. So, und hier haben wir jetzt die Situation, wir haben einen schönen laufenden Aufwärtstrend und jetzt haben wir hier eine Situation gehabt, wo wir hier oben in diesem Bereich eine Art Top-Bildung gesehen haben. Das heißt, hier, schaut euch das mal an, hier oben gab es Situationen, wo der Markt Tops gebildet hat, eine Top-Formation ausgebildet hat, die dann hier bestätigt worden ist. Und da ist jetzt halt die Sache beispielsweise, dass man sagen kann, okay, hier lohnt sich möglicherweise ein Trade gegen den Trend. Das heißt hier das Ganze hier nach oben. Und wenn das Ganze weit genug gelaufen ist, dann gibt es halt auch manchmal das Potenzial, dass man sagt, das Ganze dreht nach unten. Da muss man dann natürlich ganz genau wissen, was man tut. Wenn es Unterstützung oder in dem Moment einen Widerstand gibt, und dort prallt der Markt dann ab und wir haben beispielsweise eine weit gelaufene Bewegung. Ja, so, ich zeichne das mal ganz kurz in einem Grafikprogramm ein, dass man hier beispielsweise sagen kann, wir laufen hier in einem Trend nach oben und dieser Trend nach oben, zeigt das mal ganz kurz hier, im klassischen Chartbild, also schauen wir mal, wir kommen hier beispielsweise aus einem Abwärtstrend heraus, wo sich hier auf Wochenbasis der Abwärtstrend und wir beispielsweise im Tagestrend hier sehr, sehr schön einen Aufwärtstrend gebildet haben und dann sieht das Ganze so aus. Wir haben eine extrem weit gelaufene Bewegung und haben hier oben ein Widerstandslevel. So, warum Widerstandslevel? Weil das hier oben das Korrekturhoch ist und dieses Korrekturhoch ist natürlich immer ein Bereich, wo der Markt reinlaufen kann und abprallen bzw. wieder runterdrehen kann in Richtung dieses Wochentrends beispielsweise, obwohl der Tagestrend aufwärts gerichtet ist. Dann haben wir hier die Situation Verortung plus weit gelaufene Bewegung. Das ist also eine Möglichkeit, dass wir sagen können, gut, wir können gegen den Trend laufen. Da braucht es dann die richtige Lesweise, die wir im Chart auch brauchen. Da kann ich auch mal ein Beispiel bringen hier. Entschuldigung, ich habe wieder mal den Frosch im Hals, der kommt freitags immer vorbei in den letzten Wochen. Wenn wir uns hier beispielsweise mal den Euro-Austral-Dollar anschauen. Da können wir gestern mal drauf gucken auf ein erstes Umkehrsignal, was da gewesen ist, was allerdings nicht getriggert worden ist. Euro-Austral-Dollar, hier haben wir es da. Schaut euch das mal an. Wir hatten hier gestern Abend die Situation, ich zoome das mal ganz kurz rein, hier, ich hatte das vorhin auch gerade im Trading-Ausblick miteinander besprochen. Wir hatten gestern Abend die Situation, dass wir hier oben in einen Widerstandsbereich reingelaufen sind. Hier und hier gestern Abend erstmals erste Umkehrsignale gekommen sind. So, jetzt kann man ja sagen, super, hier ist ein Umkehrsignal da, ich gehe einfach rein. Und in der Stunde war die Situation auch schon so gewesen, dass man durchaus hätte drüber nachdenken können, hier etwas zu machen. Aber da ist es halt gut, wenn man mal abwartet. Warum? Hier, schaut euch das mal an. Wir hatten hier den Schwung, den letzten Bereich des Aufwärtstrends. Das war die Sache hier gewesen. Zack, hier nach oben rein. Und dann wurde das Ganze hier unten rausgebrochen. Wir sind also definitiv aus rein technischer Sicht unter das Tief der Korrektur gelaufen und haben diesen Trend erstmal gebrochen. Und was ist danach passiert? Danach hat sich wieder ein Aufwärtstrend gebildet. Und das ist eine Situation, die durchaus häufiger vorkommt, als man sich das vorstellen kann. Das heißt hier die Gegenbewegung und zack, das hat der Markt komplett negiert, gab es wieder einen Aufwärtstrend. Das ist trotzdem ein Achtungszeichen. Das habe ich als Händler trotzdem noch auf der Uhr, was hier passieren kann. Weil wenn wir diesen Trend wieder brechen, haben wir zweimal die Situation gehabt, dass wir hier nach unten gelaufen sind. Und was sich da dann bilden könnte, wäre natürlich eine Schulterkopf-Schulterformation in diesem kleinen Zeitkontext. Das ist die eine Seite. Anderes Thema. Aber hier zeigt sich halt, wer hier einfach blind eingestiegen ist und seinen Stopp hier oben reingelegt hat, der ist halt rausgenommen worden. Das heißt, wenn wir als Händler unsere Trades auf Fakten für Trends beruhen lassen, dann ist es halt wichtig an dieser Stelle zu sagen, gibt es hier schon einen Trend? Nein. Hier gibt es einen Gegentrend. Wer hier jetzt reingegangen ist, oha, besser nicht. Besser wäre es gewesen zu warten,
nach unten zu laufen und den Trend zu bilden. Was habe ich beispielsweise gestern Abend gemacht, als ich das gesehen habe? Hier, ich habe meine Order hier unten runtergelegt als Stopp-Order, habe meinen Stopp hier oben drüber gelegt, falls ich getriggert wurde, dass das Ganze natürlich auch in die Risikoabsicherung reingeht. Ich habe aber gesagt, du wartest ab, bis du einen Trend siehst und dann kannst du nach unten laufen. Gab es das? No way. Wäre ich hier reingekommen, hätte ich voll eingezahlt. Heißt also, kleine Botschaft an der Stelle. Was machen wir denn, wenn wir hier mit solchen Handelssystemen arbeiten? Wie können wir die Anzahl der Misstrades oder auch die Quote der Fehlausbrüche miteinander reduzieren? Das funktioniert durch einen relativ einfachen Ansatz, den ich persönlich, das ist mein persönlicher Handelsstil, hier in diesem Sinne gerne benutze. Ich möchte dazu sagen, der kostet manchmal Performance. Warum? Da gehe ich nochmal in die Zeichnung zurück, die ich gerade gemacht habe. Warum kostet das Performance? Das kostet Performance, weil ich halt nicht direkt mit dem Bruch reingehe. Also wenn wir hier beispielsweise oben drüber laufen würden oder so ähnlich, wie wir das beispielsweise hier gerade im Australdollar gesehen haben. Ich gehe jetzt nicht direkt hier rein mit dem Bruch, sondern ich warte immer ab, bis sich der Trend gebildet hat. So, und jetzt kann es halt sein, dass diese initiale trendbrechende Bewegung bis da runterläuft und ich halt erst dann reinkomme, wenn wir sozusagen hier nach unten laufen. Das heißt, wenn dieses Bild hier drüben nicht gewesen wäre, sondern wir hier nur noch mal oben rangelaufen wären und wir dann den Trend nach unten geschoben hätten, dann wäre es natürlich im Nachhinein viel, viel schlauer gewesen, kann man dann immer sagen, die Position gleich hier zu eröffnen und nicht erst hier unten. Ne? Weil der Markt ging ja runter. Warum soll man das also nicht traden? Aber ich habe halt gemerkt, wenn ich das mache, ist meine Fehlerquote viel zu hoch. Ich lasse mir lieber bestätigen, dass ich einen Trend habe. Und dann kann ich mit dem kleinen Trend hier in der Stunde doch nach unten handeln. Weil ich habe ja genug Potenzial zur Unterseite, was ich mit abfrühstücken kann. Und das ist ja genau der Punkt, den wir hier an dieser Stelle brauchen, wo wir schön nach unten laufen können, aber bitte erst dann, wenn der Markt tatsächlich rumdreht. Ne? Und wenn ich dann aber merke, dass dieser Schub nach unten und die Gegenkorrektur nach oben zu weit ist, dass ich noch ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis habe, dann kann ich die Order immer noch löschen. Aber ich bin verdammt nochmal aus dieser blöden Situation raus, dass ich in einen Trade reingehe, wo noch gar kein Trend vorhanden ist. Das heißt, hier an dieser Stelle mit Blick auf das Ganze hier in diesem Sinne, steht wir bei jedem Signal der Herausforderung gegenüber, dass wir Fehlausbrüche aus Korrekturmustern haben. Und wie arbeite ich damit? Genauso wie ich es gerade beschrieben habe. Die Reduzierung der Quote meiner gehandelten Fehlausbrüche ist mir dadurch gelungen, dass ich mir immer die Bestätigung durch den untergeordneten Trend anzeigen lasse. Das kann beim Tag beispielsweise die Stunde sein. Wenn wir allerdings hier eine tiefe Stundenkerze nach der anderen haben, da macht es natürlich keinen Sinn, die Stunde anzuschauen, sondern da muss man noch eine Zeiteinheit tiefer gehen, also bis man dann wirklich den direkt untergeordneten Trend sieht. Und wenn der dann nach unten läuft, beispielsweise, oder nach oben läuft, um mein Korrekturmuster, den Ausbruch zu bestätigen, dann weiß ich, ja, jetzt läuft er in die Richtung und damit habe ich die Wahrscheinlichkeit eines Fehlausbruchs schon mal deutlich reduziert. Das hat natürlich auch wirklich den kleinen Nachteil, dass ich hier an dieser Stelle manchmal etwas später erst in den Trade reinkomme, aber ich habe dann doch etwas mehr an Sicherheit und dadurch auch etwas weniger an Risiko in diesem Punkt. Das heißt hier, Fehlausbrüche aus Korrekturen lasse ich mir bestätigen. Die nächste Herausforderung, die wir bei dem Trading mit Chartmustern auch immer haben, ist das Thema der Fehlpositionierung bei dem Regressionshandel. Das heißt, hier gibt es ja zwei Ansatzpunkte. Ich gehe nochmal in den Chart zurück. Entweder man sagt sich Hop oder Top. Das heißt, hier im Sinne dieses Kontexts, ich nehme die Grafiken, die Zeichnung hier mal eben gleich raus, in diesem Kontext hier gesehen auf dem Tageschart, mal groß gemacht. Wir sind jetzt hier oben in einen Bereich reingelieben, was ein Widerstand ist. Und dann geht man halt hier bei ersten Umkehrmustern einfach in diesen Bereich blind rein, setzt seine Absicherungsorders hier oben rein und sagt sich, okay, hopp oder top, es funktioniert oder nicht. Punkt. Wenn man es oft genug macht und es funktioniert oft genug,
ist das charmant. Mir persönlich ist das halt nicht gelungen. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, okay, das Thema Hop oder Top funktioniert für mich nicht. Ich muss mir etwas anderes überlegen. Und da mache ich wieder genau das Gleiche wie hier oben bei dem Thema Fehlausbrüche. Ich lasse mir oben in diesen Umkehrmustern, in diesen Umkehrsituationen immer vom Markt anzeigen, ob es tatsächlich jetzt einen Trend in dieser Gegenrichtung gibt. Das heißt, die Positionierung ist hier sehr, sehr wichtig. Das können wir uns auch mal anschauen aus dem Trade von mir im britischen Pfund US, nee Quatsch, im, wo haben wir ihn laufen, den UK 100 hier, den FTSE 100. Da hatten wir tatsächlich dieselbe Situation, die ich gerade beschrieben hatte. Wir haben hier oben einen wichtigen Widerstandsbereich. Hier, das ist wichtig zu sehen. Ja, das sieht man halt, die Woche, die kam hier von oben runter. Das ist ein wichtiges Widerstandslevel in der Woche. Da läuft der Markt manchmal nicht direkt drüber. Und wenn man da die Situation hat, wir sehen hier oben leichtes Umkehrmuster, so wie hier beispielsweise, was wir hier gesehen haben in der Stunde, dann haben wir die Chance, runter zu traden. Ja, und hier gab es halt gestern die Situation, dass dieser Bereich hier unten rausgebrochen worden ist. Hier. Und da habe ich meine Position halt nicht durch die Stunde aufgemacht, weil ich sehr nah dran setze und der Trade für mich eher kurzfristiger Natur ist, sondern ich habe geschaut, was machen denn hier die 5 Minuten? Wie sehen die Trends der 5 Minuten aus? Da gab es den Trend und in seiner Fortsetzung habe ich sozusagen, weil ich nah am Rechner sah, das Ganze als Bestätigung genommen, dass der Trade wirklich unten drunter will, unter diese wichtige Marke. Das haben wir hier. Hier haben wir diesen wichtigen Bereich. Und hier haben wir das gesehen. Bewegung, Korrektur, Bewegung. So, und hier gab es dann dieses Gerangel und da ging es dann deutlich nach unten. Und damit hat der Markt mir gezeigt, der will definitiv runter und das Ganze dann in seiner Bestätigung gefunden. Jetzt läuft er erstmal nach unten. Mal schauen, wie lange der Spaß hier geht. Auf alle Fälle, das ist die kleinste Bestätigung, die wir hier finden können. Wichtig ist in diesem Bereich, das sage ich auch immer an dieser Stelle, den Stopp bitte immer auch zum richtigen Kontext setzen. Ja, nicht sagen, ich gehe jetzt hier rein, setze meinen Stopp hier oben drüber und alles ist schick. Nee, 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 den Kontext, den ich hier trade, ist schon der, den ich hier sehe. Das heißt, ich habe schon vom Kontext ja hier oben das Stopplevel oben drüber in der Ausgangssituation und weiß halt, dass ich weiter nach unten ein ganzes Stückchen traden möchte. Wenn ich mich hier absichere, ist das oft zu eng, da fliege ich raus und dann läuft der Markt trotzdem runter. Ja? Das ist auch ein Punkt. Das ist die Einschätzung vom Markt, die da oftmals nicht passt. Das sind häufige Fehlerquellen, die kenne ich von mir früher noch, die sehe ich heute auch in meinen Coachings immer wieder. Das ist halt eine sehr, sehr starke Fehlerquelle. Ich benutze sowas hier als Bestätigung, dass der Markt doch eher nach unten möchte oder nicht. Aber ich sichere mich in dem Kontext nicht hier ab, sondern ich gebe dem Schwung schon etwas mehr Luft, weil ich weiß ja, auf Tagesbasis setzt sich das Teil hier oben drüber fort. Das heißt, da muss ich mich nicht so eng absichern. Ich weiß, wir sind weit gelaufen und ich habe etwas deutlich tiefer an Potenzial auch da. Deswegen kann ich den Stopp auch ein Stückchen weiter setzen. Positionsgröße ist in diese Richtung gelaufen und da kann man das Ganze ganz in Ruhe machen. Das heißt, das Ganze immer zum Kontext setzen, aber ich lasse mir das bestätigen, dass das Ganze in der untergeordneten Zeiteinheit auch wirklich einen Bruch durch einen Trend mir auch initiiert und das Ganze hier an dieser Stelle auch mit anzeigt. Und dann hier, wie schon gesagt, das Thema der zu engen Absicherung. Da muss man sich fragen, was möchte ich traden? Ja, möchte ich den Trend der 5 Minuten traden, beispielsweise hier, wie wir das gehabt haben, hier, als wir uns das Ganze in den 5 Minuten auch angeschaut haben. Wenn die 5 Minuten hier oben mein Trend sind, den ich da habe, ja, da muss ich halt einfach sehen, was ist denn das hier? Das ist ein Stück Bewegung. Und wer sich sagt, okay, das ist jetzt Schub, hier Korrektur, hier nochmal Schub nach unten und hier oben ist der Trend kaputt, da muss ich halt meinen Stopp auch hier hinsetzen, weil der Trend dort erstmal durch diesen Schub, durch diesen Bruch hier oben kaputt gegangen ist. Ne? Das ist ganz klar. Da kommt es dann allerdings wieder zum Thema Wiedereinstieg. Komme ich denn da rein, wenn das für jemanden funktioniert, gut und gerne machen? Ja. Wer sich aber sagt, na gut, ich möchte das jetzt hier nur als Bestätigung sehen, dass der Markt runterläuft und der Richtungsgeber ist hier beispielsweise die Stunde, gut, dann muss man halt sagen, gab es an dieser Situation denn in der Stunde überhaupt schon einen Trend? Und wenn es hier, wie ersichtlich, noch gar keinen Trend gab, dann stellt sich halt die Frage, was hat mich denn geritten, hier in einen Trade reinzugehen, wenn ich den Trend der Stunde handeln möchte, aber in der Stunde noch gar kein Trend da war? Das ist das Thema Verortung. Ganz, ganz wichtiger Faktor. Wer sowas immer sieht, Thema Trading-Tagebuch, bitte aufschreiben und dann wirklich auch erkennen, wo das Problem liegt, den Trade hier an einer Stelle eröffnet zu haben, in einem Kontext, der nicht vorhanden war. Ne? Weil wer hier
den 5 Minuten zum Einstieg in den Trend der Stunde genutzt hat, der muss hier einfach klar erkennen, in der Stunde gab es noch keinen Trend. Der Trend in der Stunde, auch wenn er jetzt hier weit gelaufen ist, der entsteht ja erst dann nach unten hin, wenn wir hier eine, sage ich mal, Fortsetzung haben. Das heißt, wenn wir wirklich hier drunter durchlaufen, dann ist ja die Sache gegeben, dass wir den Trend nach unten laufen haben. Und dann kann man auch aus den 5 Minuten heraus nach unten treten, weil dann hat man eine Richtung, die die Stunde entsprechend mit vorgibt. Also hier das Ganze im Trendkontext sehen und auch bitte immer im Zeitkontext. Ja? Das heißt, wie ich das auch gezeigt habe, wer jetzt im 5-Minuten-Chart aktiv ist und sich sein Ziel weit, weit weg im Tageschart sucht, der muss einfach damit leben, dass der 5-Minuten-Trend mal bricht. Und wenn ich mich im 5-Minuten-Trend absichere, dort rausfliege und dann sehe, wie der Trend danach wieder in meine richtige Richtung läuft, der hat halt an dieser Stelle die Stellschraube zu sagen, okay, da ist der Kontext der Absicherung bzw. der Zielgabe ein falscher gewesen. Und aus diesem Grund ist es an der Stelle immer wichtig zu sagen, wo ist denn mein Kontext? Was gibt mir die Richtung vor? Wenn ich jetzt hier beispielsweise aus den 5 Minuten raus traden möchte und sage, ich lege mein Ziel hier unten hin und sichere mich aber im 5-Minuten-Trend ab, da muss ich ganz klar sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze funktioniert, ist extrem gering. Weil die 5 Minuten, die zeigen uns ja hier lediglich die Bewegungen und Korrekturen des Stundentrends an. Und die können logischerweise brechen, weil der Bewegungstrend in den 5 Minuten im Kontext der Stunde wird ja oft gebrochen, wenn die Korrektur anfängt. Und dann können wir das Ganze wieder als Umkehrmuster nehmen, wenn der Korrekturtrend in den 5 Minuten wieder in Richtung der Stunde läuft. Das funktioniert nicht. Aber wer hier sagt, gut, wir nehmen die Stunde mal als Richtungsgeber und wir kommen hier aus einer tiefen Korrektur der Stunde, die wir über die 5 Minuten sehen, gehen wir mal hier in die 5 Minuten rein, dann kann man natürlich auch sagen, na gut, ich steige jetzt hier in den 5 Minuten ein, sobald ich einen Richtungswechsel sehe, hier, wenn hier oben irgendwo ein Richtungswechsel kommt und kann dann nach unten traden, wenn sich der Stundentrend fortsetzt und habe dann hier, sage ich mal, hier diesen Anlaufpunkt unter der Voraussetzung, dass dieser Trend sich fortsetzt, den ich nutzen kann. Das ist dann ein Kontextrahmen, der wirklich zum Gesamtgebilde passt, ne? Und dann wird das Ganze viel, viel öfter funktionieren, als dass es am Ende schief geht. Und dann wird der Handel mit dem Thema Trends auch profitabel werden. Das also ein paar, ja, sage ich mal, Einblicke in die Art und Weise, wie ich mit dem Thema Reduzierung von Fehltrades oder Fehlausbrüchen umgehe, was mir geholfen hat, mich hier deutlich zu verbessern und in die Profitabilität zu kommen. Und das ist halt auch das, was ich merke bei anderen Händlern, die ich begleite, wenn die diese Dinge in den richtigen Kontext setzen, dann funktioniert das und dann kann man hier ohne weiteres auch langfristig Geld an der Börse verdienen. Damit der Blick nochmal in die Charts bzw. die Chats hier rein. Fragen sehe ich keine. Also an dieser Stelle vielen Dank für die Zeit hier im fachlichen Webinar am heutigen Freitag.